Heute in meiner Campingküche. Glödelinos. Ich weiß, es ist nicht gerade gesündeste. Aber irgendwie habe ich voll Lust drauf gehabt. Und habe die erste Hälfte vor 2 Tagen schon gemacht. Und jetzt kommt die nächste Hälfte. Ich habe da voll Lust drauf. Ich muss halt nur zum Baumarkt, weil mein Gas leer ist. Also das ist im Winter ganz schlecht. Also bis später. Leute, Tragik pur. Ich bin an einem der schönsten Orte Deutschlands. Am Chiemsee und ich sehe nichts. Nada. Es ist eine Nebelsuppe. Ich habe noch nicht einen Berg gesehen. Anscheinend, ich habe jetzt mal im Internet ein paar Bilder vom Chiemsee angeguckt. Richtig schön hier. Schade jetzt, echt. Ja, jetzt, ja, hier ist auch wirklich nichts los. Klar, da sind die Bordsteine nach oben geklappt. Ich fahre jetzt weiter hier raus. Ich kriege ja nicht mal Netz in dem Raststätten, kriegt da kein Internet, ich darf mich nicht hinsetzen. Ja, raus aus diesem Hotspot und rein nach München. München hat ein Drittel der Inzidenz und da gehe ich davon aus, dass ich dort WLAN irgendwo bekomme. Ich hab's getan, ich war shoppen. Oh mein Gott, ich bin in Brienne oder Brienne, ich weiß nicht genau, wie es heißt, im Chiemsee. Ja, ich wollte doch das kleine Städtchen angucken, das ist mir gestern Abend empfohlen worden. Da habe ich gedacht, komm, fährst kurz rein, guckst du das an und dann war das so ein süßer Trachtenladen. Und ich tue mich sehr, sehr schwer mit Dirndl. Ich kann keine Dirndl tragen. Ich habe da einfach, finde ich, eine unmögliche Figur. Ich fühle mich einfach nicht wohl und deswegen tue ich mir da echt schwer. Jetzt hat natürlich mein Paul so eine schöne Tracht. Und ich sage, oh, du kannst dich gar nicht anziehen, wenn ich dabei bin, weil ich hab nichts zum Anziehen. Und ich finde, das sollte eigentlich schon ein bisschen zusammenpassen. Und jetzt habe ich die Gelegenheit genutzt, weil ich halt frei habe und war shoppen. Ich habe einen schönen Rock, dann habe ich Schuhe, dann habe ich eine Bluse und eine Strickweste. Und das poste ich nachher. Ich habe alternativ auch einen Pulli mit den Schuhen und dem Rock. Das sieht richtig gut aus.